Heute drehen wir den Spieß einmal um, gell, Hupsi? Ganz genau, eine gesalzene Fastenpredigt auf dem Moderator. Lustig, Moderator, das klingt auch schon wieder fast wie so ein Doppelbock. Herr Landesfrater, was wollen Sie uns mit dieser Maskerade sagen? Heute bin ich ja mal mit der Blecken dran. Es ist ja eigentlich eh was für Macher wie mich. Es sagt ja schon die bayerische Vorsilbe da. Die bedeutet nämlich, eine Handlung bis zum Abschluss, ja bis zur radikalen Vernichtung durchzuführen. Hubert, Beispiele. Die kleine Katzel, der Werfer, die Sau, der Schlang, den Borkenkäfer, der Treten, den Süß, der Blecker, los Markus. Lego Leviticus, Leviten lesen. Diesen Kifferfilm am Anfang der Sendung können wir euch nicht durchgehen lassen. Drogen haben mit der badischen Kultur grundsätzlich nichts verloren. Wer sich berauschen will, kann gern woanders hingehen. Moment mal, Sie kommen gerade von einem gesellschaftlich institutionalisierten Massenbesäufnis, wo mit einem religiös legitimierten Rauschmittel ein ritualisiertes Politevent gefeiert wird. Der Salvator führt zur politischen Erkenntnis, das Haschisch aber vernebelt die Sinne. Das Kraut gehört auf den Teller neben den Rollbraten. Das kommt mir nicht in die Tüte. Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet Sie den Landwirten vorschreiben wollen, was sie anbauen. Schauen Sie, wir kommen aus dem christlich-lateinischen Abendland. Der Marihuana-Rauch erinnert uns an die Schwefelschwaden der Hölle. Das hier ist aber flüssige Nahrung. Liquida non fragunt ienum. Flüssiges bricht das Fasten nicht. Ich vergaß das Starkbier als Fleischersatzprodukt. Fleisch strengstens verboten, in der Folge dann auch Butter, Milch, Käse und Eier. Da sieht man's mal wieder, die grüne Verbotsdiktatur mit ihrer veganen Zwangsideologie. Die Ricarda Lang soll gefälligst ihre Finger von meinem Wammel lassen. Non Ricarda, sed Baba Dixit. Was? Das war nicht von Ricarda Lang, sondern von irgendeinem früheren Papst, katholische Kirche, Fastenzeit. Ach so. Ja, aber die haben es uns ja vorgemacht, wie man den Verzicht pragmatisch interpretiert. Alles, was im Wasser lebt, zählt als Fisch. Also warum nicht ein Schwein im Brunnen ertränken und es zum Wassertier erklären? Oder ein Spanferkel auf den Namen Karpfen taufen? Baptisto te carpem. Oder den Schadbiber fressen, bis er endlich ausgerottet ist. Das nenne ich kreative Lösungen. Kreativ ohne Zweifel, aber halt auch scheinheilig, was uns zum Nockerberg bringt. Dort wurde ja wieder das Schauspiel aufgeführt. Politiker lachen über sich selbst. Martin, sag dem Herrn Aiwanger, er soll aus meinem Bett verschwinden. Herr Huber, sag's dem Herrn Söder, sein Bett ist auch mein Bett. Das sollte sich langsam mal dran gewöhnt haben. Martin, sag meinem Forstwirtschaftsminister, dass ihm allenfalls ein Drittel zusteht. Herr Huber, sag's dem Herrn Söder, ich lass mich nicht übers Ohr hauen. Ich bestehe auf 25%. Martin! Martin! Der hat dich aber gut nachgemacht, Markus. Ivo, der hat den Wolfgang Krebs nachgemacht, wie er mich nachmacht. Während unten im Publikum einer nachmacht, wie ich lache über den, der den Wolfgang nachmacht, wie er mich nachmacht. Sagen Sie mal, haben Sie was geraucht? Glauben Sie mal, Süß, die im Publikum müssen die besten Schauspieler sein. Bonus minus ad molus ludus. Wie bitte? Er meint, gute Miene zum bösen Spiel. Mei, der Hubert hat halt doch nur das kleine Latinum. Na dann, gute Nacht. Wollen Sie noch mehr? Hammer.